Die größte Exportbrauerei Deutschlands. Hier in Bremen wird 24 Stunden am Stück Bier gebraut. Bis zu 7 Millionen Flaschen täglich. 10 Uhr morgens. Melzer Hilmer Budelmann ist dafür verantwortlich, dass das frisch gelieferte Malz in die Silos der Brauerei kommt. Moin René. Guten Morgen. Gut hergekommen? Logisch. Ja, zeig mal her. Ja, das sieht schon mal gut aus. Passt, ne? Pass auf, ich mach dir das Tor auf. Jetzt fährst du gleich rechts rein. Fahr ich rechts hinter? Ich weiß nicht ein. Ich mache aber eben noch die Klappe auf. Früher kam das Malz aus England, heute aus Deutschland. Lkw-Fahrer René hat seine Fracht aus Hamburg mitgebracht. René, kannst du bitte die Plane öffnen, damit ich gleich die Probe nehmen kann? Probe nehmen heißt, die Qualität der Körner prüfen. Zum Check hat der Melzer eine Art Speer, mit dem er ganz tief in die Ladung reinkommt. Erst wenn Melzer Budelmann sein Okay gibt, darf das Malz in die Silos. Ich muss halt warten, bis er sagt, okay, ich kann abladen, vorher kann ich nicht. Und die Zeit muss ich halt einplanen, zu warten. So, ich bin jetzt fertig mit der Probenahme. Du weißt, 20 Minuten circa. Wenn alles in Ordnung ist, können wir mit der Entladung beginnen. Kriegen wir hin. Jetzt beginnt der eigentliche Test. In einem Labor muss der Melzer die Körner unter die Lupe nehmen. Um zu sehen, ob das Malz gut genug ist, muss es gekeimt haben. Es sollte außerdem genau 2,8 mm groß sein. Außerdem wichtig, der Geruch. Das Malz darf nicht nach Öl oder Benzin riechen. Budelmann erschnuppert sich die Qualität. Fahrer René will draußen nicht länger warten. Du musst die Zeit einfach nutzen, das so zu machen, weil es gibt Kollegen, die warten dann auf dich. Und wenn du erst spät anfängst, ist die Zeit noch weg. Und so hast du, gut, wenn du vielleicht, wenn du abgelehnt wirst, baust deinen Mist wieder ab, das geht auch. Im schlimmsten Fall müssen die 27 Tonnen Malz zurück zum Absender. Melzer Budelmann nimmt drinnen seine Arbeit genau und prüft immer noch, ob jedes Korn gekeimt hat. Inzwischen ist schon der nächste Fahrer da. Du bist ein bisschen früh dran heute, was? Ja, du bist ein bisschen spät, ne? Ich bin pünktlich. Na ja, muss man ich um 12 Termin. Ja, müssen wir mal fragen. Ja. So, fragen wir mal, was ist. Wo ich ranfahren soll denn, ne? Ja. So, Junge, wie schaut's aus? Passt die Qualität? Oben ist in Ordnung, Werte alle gut. Ich denke, wir können mit der Entladung beginnen. Dann kipp ich langsam an. Ja, morgen. Oder ist das auch schon da? 12 Uhr. Das Foto. Grüß dich. Jetzt kann René endlich ausladen. 27 Tonnen Malz fließen in die 16 Silos. In der größten Exportbrauerei Deutschlands reicht diese Menge gerade mal für wenige Stunden. Die größte Exportbrauerei Deutschlands in Bremen. Weltweit werden 3000 Flaschen der Megabrauerei getrunken, pro Minute. Braumeister Jörn Flemig sorgt dafür, dass es immer gleich gut schmeckt. Moin Cedric, grüß dich. Schön, dass du jetzt hier bist. Erster Tag in der Brauerei. Ich würde dir jetzt ganz gern gleich mal ein bisschen die Brauerei zeigen. So, hier merkst du ja schon, hier wird es wärmer, das Ganze. Das hat damit zu tun, dass die Gefäße natürlich mit Dampf beheizt werden und da natürlich dann Strahlungswärme hier abgegeben wird im Raum. Das kann dein zukünftiger Arbeitsplatz ja irgendwann werden. Dann bist du natürlich immer schön ein bisschen in Warmen drinne und es kann bis zu 45 Grad hier schon heiß werden, auch im Sommer. Von der Hitze in die Kälte, zu den Lagertanks mit dem fertigen Bier. Hier wartet Cedrics erste Herausforderung. Bist du höhenfest? Ich denke schon, dass ich schwindelfrei bin. Ja, das war gut. Cedric ist einer von 100 Azubis und soll Jörn heute helfen, einen Tank zu reparieren. Auf dem Dach, in 30 Metern Höhe. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Eine Treppe noch. Für Reparaturen muss Brauer Jörn einmal im Monat hier hoch. Ein Rundumblick auf über 140.000 Quadratmeter Brauerei. So, hier ist Tank 63. Dann gucken wir uns jetzt mal an. Die Armaturen. Da bauen wir eine Klappe aus, die hakt von unten. Da kriegt da kein Signal drauf. Kannst ruhig raufdrehen. Da drüben schon mal. Sehr gut, fährst du hier oben mit an. Ziehen wir mit zweimal die Haube runter. Sehr gut. Das Problem, die Klappe des Tanks schließt nicht mehr. Mehrere tausend Liter Bier könnten auslaufen. Ich gehe davon aus, dass bei diesem Ventil der Luftmotor defekt ist. Das heißt, den tauschen wir jetzt auf.
aus. Könntest du den, würdest du jetzt zutrauen, den auszuschrauben? Ja. Ich zeige dir das, du müsstest die beiden Schrauben hier lösen, dann hier den Luftschlauch vorher abmachen und den Initiator ziehen. Klingt kompliziert und ist gar nicht so einfach, denn Cedric kommt mit seinem Werkzeug kaum ran. So, ist der schon lose? Ja, noch nicht ganz. So, jetzt kannst du ihn nach oben hinwegziehen. Ja, genau. Mit Mühe, aber geschafft. Der Motor ist raus. Genau. Sehr gut. Die größte Exportbrauerei Deutschlands. Hier wird auch die beliebteste Sorte der Deutschen gebraut, das Pilz. Arbeitsplatz für Stefan und Peter ist der sogenannte Gierkeller. Peter, ich baue schon mal für Würze. Ja. Baust du schon mal eben die Reinigung an? Ich baue die Reinigung an, jawohl. Die Männer müssen die Tanks befüllen, schwere Schläuche schleppen und das den ganzen Tag. Oh, ich glaube, das sind schon keine Kilos mehr. Ich glaube, das geht schon in die Tonnen. So, Peter, fertig? Jo, alles im Bau. Dann müssen wir nur noch sehen, dass der Tank gleich alle wird. Und dann können wir aushefen. Ja, wir gucken mal nach. Ich gehe mal eben nach unten, wie viel Hektar durch sind. Genau. Stefan und Peter sollen heute die Resthefe aus einem der Biertanks holen. Peter muss dafür die Rohre zum Abpumpen vorbereiten. Sie werden desinfiziert und gereinigt, damit sich ihnen kein Schimmel bildet. Und das wird jede Woche gemacht. Denn Keime und Bakterien könnten die Haltbarkeit des Bieres verschlechtern. Peter, 1200 sind durch. Gut. 500 Hektar brauchen wir noch, dann ist der Tank leer. Gut. Dann können wir aushefen, ne? Alles klar. Lebenswichtig jetzt die Luftkontrolle, denn im Tank steckt noch jede Menge Kohlendioxid. Ich messe jetzt den Sauerstoffgehalt, um sicherzugehen, dass die Kohlensäure komplett aus dem Tank abgesaugt wurde, weil Kohlensäure ist ein tödliches Gas. Und wenn mein Kollege Peter jetzt hier reingehen würde zum Aushefen und die Kohlensäure wäre nicht komplett aus dem Tank entfernt, dann könnte er ersticken. Im fertigen Bier ist Kohlensäure erwünscht, als Gas im Tank tödlich. Tatsächlich kommen Mitarbeiter in Brauereien so ums Leben, wie in diesem Jahr in einer bayerischen Brauerei. Doch die Luft ist rein. Peter, der Wert ist unter 0,1 Volumenprozente. Wir können aushefen. Jo, ich fange an. Ersticken kann Peter zwar jetzt nicht mehr, einen Spezialanzug braucht er trotzdem. Wenn ich ausrutschen sollte, was passieren kann, weil es auch glatt drin ist, dann sieht man aus wie ein Dreckschwein. Rein in den liegenden Tank, in dem sonst das Bier gärt. Im Tank riecht es nach Bier und Hefe. Stefan bleibt als Sicherheitsposten draußen. Peter, die Luft ist gut? Gut, einmal frei. Ja, sehr gut. Peter muss in dem engen Tank 7000 Liter Hefe per Hand in die Leitung schieben. Die Hefe ist so schwer wie nasser Schnee. Die Hefe wird aber nicht weggeworfen. Also Hefe ist sehr gesund, sind sehr viele Nährstoffe drin, sehr viele Vitamine. Wird deswegen auch hauptsächlich weiterverarbeitet für zum Beispiel Bierhefetabletten. Es macht schöne Haare und eine glatte Haut. Und durch die Hefe entsteht der Alkohol im Bier. Nach 30 Minuten hat es Peter geschafft. Endlich. Und da ist er wieder. Der Tank ist leer. Das erste Bier im Nachbartank. Das Jungbier. Fertig. Abgefüllt wird es aber erst in 3 bis 5 Wochen, wenn es gereift ist. Probieren macht aber auch jetzt schon Spaß. Oh Peter, man kann schon trinken. Sehr gut, lecker. Ja, ist gut. Der größte Brauereistandort Deutschlands. In 140 Länder wird das Bier verkauft. Meistens per Flasche. Millionen Flaschen Leergut müssen dazu erstmal in die Reinigungsanlage. Zu Holger und Norman, die am Morgen als erstes die Pfandflaschen sortieren. Besonders schmutzige Flaschen müssen sie per Hand rausfischen. Ja, also wir achten natürlich auch drauf auf größere Gegenstände. Man weiß ja nie, wo die Flaschen herkommen, wie zum Beispiel größere Mengen an Zigaretten oder Partyrückstände. Die sortieren wir natürlich gleich aus und verwerfen die dann. 52.000 Flaschen muss der Abfüller pro Stunde checken, in 3 Schichten am Tag. Wenn er aufs Klo will, muss er es vorher anmelden.
Man ruft dann jemanden an, der einen praktisch dann vertritt. Also die Maschine darf auf keinen Fall Boden aufgeklebt lassen. Die schmutzigen Flaschen kommen bei 85 Grad in den Spüler und oben sauber wieder raus. So soll man später sogar Urin oder Benzin nicht mehr riechen. Außerdem müssen alle Flaschen einen UV-Schutz haben, an der leicht grünen Färbung zu erkennen. Für Bier wichtig, denn Sonnenlicht lässt Bier schlecht werden. Die Abfüller müssen heute einen Bierwechsel vorbereiten. In der Anlage laufen mehrere Sorten hintereinander. Bierwechsel bedeutet Stress. Damit sich die Sorten auf dem Fließband nicht vermischen, müssen die Männer Platz schaffen. Alles per Hand. Wir sind davon abhängig, wie lange der Bierwechsel dauert, weil wir natürlich so wenig Zeit wie möglich verschwenden wollen. Und von daher müssen wir zusehen, dass wir die Flaschen da reinkriegen, damit die Lücke zwischen den beiden Biersorten so groß wie möglich ist. Während Holger auf dem Fließband Ordnung schafft, muss Norman kontrollieren, wann das neue Bier kommt. Ausgerechnet jetzt streikt eine der Anlagen. Ja. Eine der Schienen klemmt. Ja, Norbert, da müssen wir ihn wieder umbauen, damit wir wieder anfangen können. Alles klar. Wenn sich Flaschen verhaken, müssen die Männer sofort eingreifen. Nur wenige Minuten darf der Umbau dauern, vor allem jetzt, wenn eine neue Sorte ansteht. Da kommt es jetzt richtig, auch sehr schön. Wir können auch ganz klar feststellen, Green Lemon. Wunderbar, so soll es sein. Der erste Schuss Biergemisch fließt immer auf den Boden. So können die Männer besser kontrollieren, ob es die richtige Sorte ist. Bevor die neue Sorte in die Flaschen darf, muss Norman den Kronkorken-Check machen. Der Korken darf nicht, schwergängig rübergehen, aber er darf aber auch nicht zu leicht rübergehen. Also man muss da so ein Mittelmaß finden. Ich mache mal eben die sensorische Verkostung. Holger darf jetzt noch die Bierqualität testen. Bei jedem Anlauf wird kontrolliert, ob das Bier blank ist, ob es schmeckt und ob es die richtige Sorte ist. Darauf werden wir geschult, einmal im Jahr. Geruch stimmt. Ja, das ist Green Lemon. Es ist nicht so wie bei Wein, dass man es wieder ausspucken kann. Nein, bei Bier sitzen die Bitterstoffe ein bisschen weiter hinten im Hals, also die Geschmacksnerven dafür. Und insofern muss man es dann auch schon schlucken. Die größte Exportbrauerei Deutschlands. Welches Bier hier nach 6 Wochen das Haus verlassen darf, entscheiden die sogenannten Bierverkoster. Wir befinden uns hier im Verkosterzentrum, in dem hier schon die Proben vorbereitet werden. Mahlzeit. Braumeister Robert Opitz und 10 Kollegen treffen sich jede Woche, um das Bier der Brauerei auf seinen Geschmack zu testen. Man hat halt keine Ablenkung durch irgendwelche akustischen Einflüsse oder man wird nicht fremd beeinflusst durch andere Verkoster. Und daher ist es sehr wichtig, dass es halt sehr leise ist. 50% der Qualität werden mit der Nase bestimmt, der Rest durchs Trinken. Die Biere werden nach Punkten bewertet. 9 Punkte sind die beste Note. Prinzipiell wird der Massengeschmack weltweit immer süßer. Das heißt, ins Bier kommt weniger Hopfen. Probe B für mich genauso wie schmecken soll, war eine 9 für mich. War absolut rund, schöner Körper, angenehme Bittere, schöner grüner Apfel. Probe C hat auch eine 7,5 gekriegt. Etwas weniger Bittere, etwas weniger Körper, aber sehr, sehr gutes Bier. Leicht süßlich, mastig, so ein bisschen, grüner Apfel. War noch da, aber es war ein bisschen sehr kräftig, fand ich. Zur Sicherheit müssen die Männer nach der großen Runde jetzt nochmal zum Einzeltest. Auch Biere fürs Ausland prüfen sie, denn jedes Land hat seinen eigenen Geschmack. Generell kann man sagen, dass der Amerikaner das Bier eher ein bisschen neutraler vom Geschmack mag. Viele sagen irgendwie, das amerikanische Bier wäre halt sehr dünn. Das ist auch so. Der Japaner zum Beispiel, der mag sein Bier, denke ich mal, eher auch ein bisschen bitterer, um halt irgendwie eine Entsprechung zu haben für seine Fischgerichte. Der Japaner an sich isst ja viel Fisch und da braucht er halt eher so einen Bierpilsener Brauart. Der Deutsche mag nach wie vor eigentlich einen Pilz am liebsten, ein Pilsener Bier. Und jetzt noch einmal ein Tag in der größten Exportbrauerei Deutschlands.